Mein Name ist Melanie Engler. Ich bin 1985 in Bad Langensalza geboren, Politologin. Und ich arbeite seit Dezember 2012 als Leiterin in der Gedenkstätte KZ Lichtenburg-Prittin. Mein Name ist Silke Rosenkranz. Ich wurde 1962 auf der Insel Usedom geboren. Ich arbeite als Stadtarchivarin bei der Stadt Annaburg und das schon seit 1986. Wir haben uns als Gedenkstätte gemeinsam mit der Stadt Annaburg für das Heimatstipendium beworben, um die Gesamtgeschichte des Schlosses in den Fokus zu rücken. Das heißt, über 700 Jahre Geschichte, die hier wie durch ein Brennglas betrachtet werden können. Der ehemalige Wohn- und Aufenthaltsraum der Kurfürstinnen, der zu einem Schlafsaal für Inhaftierte wurde, spricht quasi zu uns und fordert eine Kommentierung oder eine Auseinandersetzung mit diesem Ort. Im Schloss Lichtenburg erfahren die Besucher in erster Linie, dass sie sich hier an einer der größten Renaissance-Schlossanlagen Deutschlands befinden. Die Schwerpunkte in unserem Museum ist die Antonita-Ausstellung und auch ein Teil der Stadtgeschichte. Dann ist es die Schlossgeschichte, die dann hauptsächlich mit der Vorstellung der Frauengemächer glänzt. Das Schloss ist zunächst das historische Objekt. Also das gesamte Renaissance-Schloss wurde als Konzentrationslager genutzt. Das heißt, jedes Gebäude, jeder Hof hat eine eigene KZ-Geschichte. Dazu gehört zum Beispiel der ehemalige Appellplatz, auf dem bis zu 1600 Menschen stehen mussten während des morgendlichen und abendlichen Zählappells. Dazu gehört auch ein Kellergeschoss im Westflügel des Schlosses mit Einzel- und Isolierzellen. Die Heimatstipendiatin ist Petra Reichenbach. Sie hat eine Installation geschaffen, die an einem sehr markanten Ort hängt, nämlich im mittleren Frauengemach. Das heißt, es ist quasi so dieser Symbolort, der für verschiedene Zeitschichten auch steht. Und dort finden Besucherinnen und Besucher heute Gewebebahnen, auf denen 10 Frauen porträtiert worden sind. 5 Kurfürstinnen und 5 weiblichen Inhaftierten des Frauenkonzentrationslagers. Und zu diesen Gewebebahnen und den Porträts können Besucherinnen und Besucher Videosequenzen anhören, sich anschauen, die von Schülerinnen und Schülern erstellt worden sind. Und dafür ist einfach das Heimatstipendium auch großartig, weil es viele Menschen für diese spannungsvolle Geschichte sensibilisieren kann. Und mit dieser Installation sind Menschen einfach eingeladen, sich genau damit auch auseinanderzusetzen. Und das ist tatsächlich ein Novum, dass es dieses Verbindungselement jetzt hier im Schloss gibt. Vor dem Hintergrund meiner Tätigkeit ist Heimat für mich natürlich auch die Fragestellung, für wen ist was Heimat? Wer findet sich wo wieder und wer wird auch als Teil einer Gemeinschaft gesehen oder nicht? Also wer wird aus einem Heimatbegriff oder aus einer Gruppe ausgeschlossen und aus welchen Gründen geschieht dies? Thank you.
Thank you.